ich sage einen wunderschönen guten Tag. Ich sage vor allem guten Tag, Konstanze. Du bist heute wieder zu mir gekommen und wir wollen heute etwas ganz, ganz Tolles machen. Wir wollen überlegen, wie man Experimente durchführt. Da bieten wir derzeit verschiedene Bücher an und ich glaube, eins ist schöner als das andere. Hier kann man nämlich lernen, wie man Kresse wachsen lässt. Wie man damit kleine Experimente durchführt und ganz spannende Sachen lernen kann. Das ist hier eine Experimentebox, die haben wir zusammengestellt, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber es macht uns so viel Spaß, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich auch wie die Profis Experimente machen. So, diese Box gibt es derzeit noch nicht im Handel. Wir stellen es aber gleich vor, was da drin ist und Konstanze zeigt kurz, worum es überhaupt geht. Was sind das für Experimente? Kannst du uns das mal kurz zeigen und erzählen? Also das sind halt Experimente und da kann man halt lernen, wie wächst und lebt eine Pflanze. Das ist ein Teil und wir haben noch verschiedene andere Teile. Da kann man zum Beispiel rausfinden, wie Pflanzen sich verhalten, wenn die Umwelt nicht so ganz passt. Wenn sie zum Beispiel kein Wasser bekommt, wenn es zu kalt ist. Was passiert, wenn eine Pflanze alt wird? Denkt ihr an den Herbst? Sie kriegt ganz tolle Herbstfärben. Das kann man alles im Experiment ausprobieren. Man kann wahnsinnig viel davon lernen. Das macht viel Spaß. Und wir haben lange überlegt, welche Pflanze dafür geeignet ist. Und wir haben eine ganz tolle Pflanze gefunden. Und Konstanze sagt uns kurz, was das für eine Pflanze ist. Was ist denn das? Kresse? Kresse, genau. Die Kresse, die kennen wir, glaube ich, alle aus dem Salat. Und die ist für diese Experimente super geeignet, weil sie keimt sehr schnell, sie ist sehr robust, sie ist widerstandsfähig. Da kann auch ein Kind mal beim Experiment ein bisschen was falsch machen. Das nimmt die Kresse überhaupt nicht übel. Und es geht super, super schnell. Also Kresse braucht in der Regel nur ein paar Stunden, dann ist sie bereits ausgekeimt. Dann haben wir schon die ersten kleinen Pflänzchen und kann mit dem Experimentieren beginnen. Deshalb haben wir beschlossen, diese Pflanze ist ideal geeignet. Wir haben, wie gesagt, die Bücher, da sind die ganzen Anleitungen drin, man kann das ausprobieren. Und wir haben so viel Freude bereits damit gehabt, dass wir beschlossen haben, wir wollen das Ihnen in den nächsten Wochen ein bisschen zeigen und vorstellen, was wir alles schon gemacht haben, was wir alles können. So, im einfachsten Falle brauchen wir dafür eigentlich so gut wie gar nichts. Wir brauchen ein Töpfchen mit Erde, das habe ich mitgebracht, hier ist es. Wir brauchen die Kressesamen und schon kann man anfangen. Ja. Es geht sogar noch einfacher, die Kresse ist so widerstandsfähig, die kann selbst auf ein Papiertuch keimen. Also auch das geht. Ganz einfache Experimente. Und wir haben aber letztens gedacht, ach, das ist so toll, wir brauchen eine Profi-Ausstattung. Und die haben wir auch angeschafft. Und da gucken wir mal ein bisschen rein und schnuppern, was ein Profi alles benutzen kann, um Experimente durchzuführen. Viele von den Sachen können Sie sogar auch im Gartenmarkt einfach kaufen. Wenn Sie sagen, ach, das möchte ich auch gerne haben, wir arbeiten auch für die Profis, ist das kein Problem. Sie können es natürlich auch gerne anmelden, dann helfen wir Ihnen da auch gerne weiter. So, und Konstanze schnuppert mal ein bisschen rein und erzählt uns, was wir denn alles benutzen könnten. Nimmst du das bitte mal raus und zeigst das. So, was ist das? Da kann man halt Kresse drin pflanzen. Das ist ein Mini-Gewächshaus. Ich lege das mal da rein, da haben wir schon mit gearbeitet. Das ist natürlich sehr, sehr elegant. Hier können die Erdetöpfchen rein. Man kann es abdecken und hat ein wunderschönes Mini-Gewächshaus, in dem man das Ganze wachsen lassen kann. Man kann auch sagen, ach, diese Abdeckung vom Gewächshaus brauche ich gar nicht. Dann hole ich das mal raus. Dann kann man sich auch einfach einen Untersatz dazu nehmen. Auch das funktioniert ganz toll. Kann auch hier natürlich das Ganze abdecken, dass die Kresse noch besser geschützt ist. So, was brauchen wir dann noch? Konstanze erklärt uns das. Was ist das? Das haben wir sogar doppelt, weil es so wichtig ist. Ich glaube, das sind Becher, womit man da Wasser reinfüllen kann. Da kann man ganz genau abmessen, wie viel Wasser man der Kresse geben möchte. Dann haben wir hier zwei ganz spannende Sachen. Da bin ich gar nicht sicher, ob Konstanze sofort weiß, was das sein soll. Die sehen ein bisschen anders aus, ne? Was ist denn das? Also das ist halt, also daraus wächst die Kresse? Ja, jein, nicht ganz richtig. Das sind ganz tolle Sachen. Das sind Torftabletten. Ich habe Ihnen gerade hier gezeigt, Töpfchen mit Erde. Das geht super. Das ist noch ein Schritt professioneller. Das sind Torftabletten. Die werden in Wasser eingelegt. Das dauert ein paar Minuten und dann haben wir kleine Torftöpfchen. Das ist die Torftablette, so wie man sie ursprünglich kennt. Das ist noch ein etwas anderes Substrat. Da ist noch Kokos zwischen gemischt. Da fühlt sich die Kresse noch ein bisschen wohler. Die kann man mit Wasser quellen lassen und kann die Kresse darauf aussehen. Das zeigen wir Ihnen gerne am nächsten Mal.
Heute wollen wir erstmal rausfinden, was brauchen wir denn? So viel brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Selbst wenn wir Profis sind, ist das gar nicht so richtig viel. Was ist das? Das erkläre ich. Das ist eine kleine Pipette. Und wenn man die Kresse ausgesät hat und sagt, oh, ich möchte sie nicht stören, kann man mit dieser Pipette ganz zielgerichtet zum Beispiel Wasser da aufbringen und die Kresse wird wunderbar weiterwachsen und wird nicht irgendwie beschädigt oder vielleicht auch gestört. Also eine Pipette haben wir als Profis noch zu bieten. Dann sind wir eigentlich fast durch. Ein bisschen brauchen wir noch etwas. Das da und das da brauchen wir. Ich weiß nicht, ob Konstanze so nett ist, zu erzählen, was es ist. Hier erkennst du auch, da haben wir das nämlich schon mal benutzt. Erzähl mal, was ist das? Hier kann man halt so ein Stückchen abmachen, so ein einzelnes Zaunteilchen. Und dann kann man da halt was draufschreiben, zum Beispiel, wann man die gepflanzt hat. Zum Beispiel, dass man dann auch noch viele Wochen später weiß, oh, da haben wir angefangen. An diesem Tag haben wir es extra nicht gemacht. Hier haben wir etwas anderes draufgeschrieben. Was steht da drauf? Dunkel. Da haben wir nämlich herausfinden wollen, was passiert, wenn die Kresse gar kein Licht bekommt. Wie sieht sie dann aus? Das sind also kleine Markierstäbchen, die kann man sich vorbereiten und kann die mir also Töpfchen reinstellen und kann dann die Experimente durchführen und weiß auch noch später, was ist das überhaupt gewesen. So, damit würde ich sagen, haben wir spannende Sachen vorgestellt. Wir freuen uns drauf, in den nächsten Tagen, da fangen wir an. Da zeigen wir mal, wie man so ein Topf, eine Tablette quellen lassen kann, wie man die Kresse aussieht. Da freuen wir uns schon ganz riesig drauf. Und dann würde ich sagen, beenden wir das für heute. Und wir sagen tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.